So. Ja, mal wieder. Hör zu. So, ich habe das Dach jetzt soweit fertig gebaut. Das ist zwar nicht jedes Mal jedermanns Geschmackssache, aber. Was soll's? Oh ja, die Dusche voll von dem Bauen. Und bin immer noch verseucht. Kann doch nicht wahr sein. 56%. Na yippie. Na Gott sei Dank haben wir jetzt das Fahrrad. Und da wir jetzt das Fahrrad haben. Oh, ist er wieder bei Blutmond. Alle, die es ja nicht wissen, ich habe Blutmond auf alle 5 Tage gemacht. Ja, na gut. Ich meine, wir könnten ja erstmal ein bisschen erkundschaften hier noch. Noch haben wir ja Zeit. Ja, hör auf so rumzuhecheln. Herrlich. Ich meine, es ist eigentlich für jedermann jetzt mit der VR-Brille Fahrrad fahren. Da kann schon manchmal übel werden. Aber ja, nicht aufhören damit. Weil, soll man das erklären? Der Körper gewöhnt sich ja dran, dass man den hier was vorgeigelt. Wie wir die erste Zeit lang, wenn man mit der VR-Brille spielt und man fällt irgendwo runter, ne? Das kribbelt eben auch schön im Bauch. Und beim Autofahren, wenn man jetzt mit der VR-Brille Auto fährt und man hat jetzt keinen hydraulischen Sitz oder eben eine hydraulische Sitzeinheit, wo der Sportsitz drauf sitzt, dass man die G-Kräfte spürt, kann auch mal hin und wieder jemandem schlecht werden. Aber deswegen nicht gleich die VR-Brille weglegen und sagen, ich mache das nie wieder. Nee, gleich am nächsten Tag wieder ran. Wenn es geht, wenigstens 2, 3 Stunden oder jemals so lange, wie man es aushält. Der Körper gewöhnt sich dran und irgendwann der Effekt eben auch weg. Oh, hier geht's ja rein. Feuerwehr halt mal schon. Bing. Da waren wir auch schon dran. Oh, das ist aber herrlich hier. Spaß mit dem Fahrrad zu fahren. Wie im wirklichen Leben. Und gut, außer dass ich jetzt hier dämmeln muss. Macht der R hier. Da ist er ja da. Man muss der Grog da rein, Daseinsberechtigung haben. Na, ich halte mich schon an Sachen auf. Ich brauche Antibiotika oder sowas. Na, ich fahre sogar freihändig. Ruhig, ruhig, Brauner, ruhig. Ja, irgendwie sowas wie ein Krankenhaus oder eine Tierstation, ein Tierarzt, meine ich. Da müssten wir mal hinfahren. Na, gibt das Fahrrad her jetzt. Uah. Der Wolf. Oder sowas.
57,7%, das heißt. Na, bleib doch stehen. Könnt ihr wohl merken, ne? Honig zu kriechen. So, was mir gerade einfällt. Haben wir jetzt drei Händler hier? Eins. Zwei. Ach nee, der war ja drüben, ne? Jen haben wir ja hier selber gefunden. Stimmt. Maschinen Gun nützt mir jetzt auch nichts. Auch Medikamente. Vier. Weil ich da jetzt schon sterb, gell? Jetzt soll ich die ganzen Blöcke aber mal aus. Ich bringe mir auch keine Medikamenten hier. Das hier. Ein Motel, da bringst du mir auch nichts. Komisch, die reagieren ja gar nicht, was ist denn da los? Ja, schön. 90% hat das Fahrrad ja noch. Sieht man ja da in der Ecke. Du schnaufst denn du schon wieder rum? Alter, langsam mit dir, ich lass dich ja nicht mal richtig dämmeln. Ist das jetzt hier eigentlich eine Tastatur? Nee. Was machst denn du? Komm, zieh an, Junge, zieh! Himmel, nein, jetzt! Na, 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 geh runter, du Bein! Ah. Oh, jetzt ist es weg. Okay. Wer weiß.
Schwarzkorn. Oh, Briefkasten. Aha. Was gibt's? Sprengstoff. Tochterflandmine. Und Essen. Gemüseeintopf und Wildbreteintopf. Nutzt uns zwar jetzt auch nicht richtig viel. Es geht natürlich erstmal rapide. Essen und Trinken runter. Nehmen wir uns etwas mit den Versorgung zu tun. Eine richtig große Stadt ist das jetzt aber nicht. Ja, ja. Range. Dann wird es doch irgendwo ein Krankenhaus geben, kann doch nicht sein. Dann sind die alle hingefahren, wenn sie verletzt waren. Ach, ein wildes Schwein auch noch. Na, vielleicht ja was. Hat man, glaube ich, schon geguckt, ne? Mal lieber zumachen hier. Na, du Meuten wird sowas ja nicht geben. Wundern. Aha, ein Glas Honig für 240. Ist auch schon mal besser wie nichts. Something. Ach, die Wasserfilter so teuer. Warum ist das denn nur? Bären, Rotflinten, Explosion, brauchen wir auch nicht. Are we done here? Ja. Ja, und ich auch gleich. So. Noch hier noch einmal zu trinken. Einmal was essen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, würde ich mal behaupten. Ja, mache ich ja nicht dran. Hosenfutter. Menü. Haben die doch eigentlich komplett nackig gemacht. Jetzt Gewerkbank. Na Gott sei Dank endlich. Noch nicht. War noch ein Buch drin? Nee. Ja. Haben da aber eine. Wieso liegt die eigentlich hier oben drin? Ach stimmt, weil ich gebaut habe. Ja, ja, ja. Da weg damit. So, jetzt nehmen wir mit. Mais. Aber hier oben haben wir auch nicht. Toll. Hätte ruhig was drin sein können. Und wieder Nummer. Gehen wir mal ganz Nummer. Nichts.
Oder hoch? Leider. Ja, Stuhl darf ich nicht mitnehmen. Nee, ich will jetzt. Kann man nicht looten. Ah, na hoffentlich, ne? Und. Ja. Tolle Mischung, aber nicht, was man braucht. Da hinten liegt noch Müll. Da hat ja einer mal ein Antibiotika weggeschmissen. Natürlich nicht. Ne, geht nur. Nicht. Doch nicht. Ja, ich weiß. Nein. Doch. Wasser drin sein? Oder nichts? Ja, ich weiß. Auch nicht looten. Und da waren wir hier scheinbar schon. Damit wollte er durchkommen. Hier waren wir. Oben waren wir schließlich auch. Ja, gut. Dann sind wir einmal rundherum. Da war nichts zum Looten. Den Stein darf man nicht mitnehmen. Ja, und nu? Eine Nahrung. Na, da verkaufen wir gleich das, was wir nicht mehr brauchen. Nö. You smell of the dead. Ja.
Ich will den Knochen brechen, hüpfe ich auf einem Bein weiter. Will er nicht, will er nicht. Was ist hierfür? Ankampfschaden. Ne, nutzen wir mal für den Blutmond. Was haben wir hier noch? Ja, hier. Willst du das Plan nicht haben? Was willst du überhaupt? Haben wir noch irgendwas, was wir dir in die Schuhe schieben können? Nee. Good luck with that. Schuhe schieben können, verkaufen können, meine ich. Ach. Halt. Wo auf. Na, ich fahr dann mal, du hast gesagt, du machst dann zu. Gut. Tschüss. Und hier drin. Nix, nicht scheint. Kannst rumschreien, wenn der Antibiotika dabei ist. Da! Ich sehe ein grünes Kreuz. Das ist doch der Tierarzt. Oder? Ja. Nehme ich das Fahrrad mit? Noch nicht, ich könnte ins Fahrrad auch noch was Nein tun. Darf ich nur nicht sterben. Da! Benzin. Schimmelbrot. Muss man nicht wegschmeißen. Da habe ich schon zwei Schränke voll. Brauchen wir auch noch nicht, wirklich. Leber. Stoff. Federn. Gammeltes Tier. Nahrung. Nehmen wir mit. Nägels. Geschoss. So, naja, dann. Horrido. Was hätte ich alles verkaufen können? Jetzt sehe ich es auch. Geld. Kein Platz mehr hier. Halt fürs Motorrad oder Mofa. Nachgeladen ist nicht. Ging doch hier drüben rein. Nee. Nein. Wo ist die Schlange? Hat gar Kunststoff, glaube ich. Jo. Das Bild ist... Naja, das Bild kaputt machen. Aha, jetzt... Oh.
Ist sie hochgekommen? Ja, da habe ich wohl auf dir gesessen. Wir können. Da könnten dann nicht blutiger sein. Könnten. Müssen. Wollte. Hoffentlich. Hallo? Dann verrollen, was du da oben gemacht hast. Säure. Mann, ey. Weiß nicht, wozu man Fleisch in den Schrank tut. Und Knochen. Kann nicht wahr sein. Hat man nicht eben noch ein Buch? Ja, hier. Buch. Echt. Habe ich vor der Tür. Fensterfasern. So. Noch ein bisschen Blatt. Mein Antibiotikum, was ich nicht finde. Geht jetzt eigentlich immer die Tastatur auf. Hey, was ist denn das jetzt nur schon wieder? Hier ist doch einer drin. Ein dürftiges Klo. Engstoff. Da hoch, was haben die denn das da oben? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Leiter hoch. Wie sind die denn da hochgekommen? Ein Stapler, passt da gar nicht hinein hier. Ja, komm. Ja, wenn da nichts Wertvolles drin ist. Ja. Jetzt habe ich keine mehr.